Seit der Einführung des Steelpath-Updates vor einigen Tagen sind Melee-Waffen ja noch ein bisschen stärker in den Fokus gerückt als normale Waffen, denn außer ihnen sind kaum Schießeisen in der Lage, die Steelpath-Gegner irgendwie schnell genug zu killen, weil die wirklich sehr, sehr viel aushalten. Eine Schwert-Schild-Kombination sticht hier allerdings ganz besonders ins Auge und über die sprechen wir heute. Die Rede ist ganz klar von dem Zauberstab, der Feenstaub versprüht und dem Schild, das sicherlich nicht eine Kugel abhalten könnte in Wirklichkeit. Klingt jetzt nicht so, als wenn das den Gegnern das Blut in den Adern gefrieren lassen könnte, aber ist trotzdem so. Die Rede ist natürlich von der Silver und Aegis Prime. Wir schauen uns hier heute ein Standardbild an, der ein riesig gutes Killpotenzial hat, sprechen auch nochmal drüber, wie man diesen Build, denn er ist relativ teuer, auch ein bisschen günstiger gestalten könnte, ohne dabei allzu viel Performance zu verlieren. Und ganz am Ende habe ich noch einen richtig fetten Riven-Build für euch, womit wir den Steelpath wegschneiden werden, als wäre es nichts. Und wenn ihr am Ende der Meinung seid, dass euer Black hier einen guten Job gemacht hat und euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr intensive Liebe mit dem Like und dem Abo-Button machen würdet, denn auf diese Weise pflanzt sich die Top-Pflanzen-Community fort. Aber jetzt mal genug geredet, fangen wir an mit dem Build. Schauen wir uns also das gute Stück mal ein bisschen im Detail an. Hier haben wir einen leeren Build, ich habe auch nur zwei Former drauf, das heißt man braucht gar nicht so viel, um einen guten Build drauf zu kriegen, das könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, aber schauen wir zuallererst mal auf die Statistiken. Was uns da ins Auge sticht, ist, dass wir mit 25% und einem zweifachen Multiplier eigentlich eine ganz gute Crit-Chance und ein ganz gutes Crit-Potenzial haben und was uns besonders auffällt, sind die zusätzlich nochmal 30% Statuschance. Wir wissen ja generell, Waffen in Warframe haben entweder meistens viel Crit-Chance oder viel Statuschance oder halt von beidem so ganz okay, aber mit 30 und 25 sind wir hier schon sehr gut bedient und dazu kommt, dass unsere Silver und Aegis Prime 318 Heat Damage standardmäßig macht. Das ist schon tatsächlich nicht schlecht, meine lieben Top-Pflanzen-Freunde. Fällt allerdings auf, dass wir gar keinen IPS Damage haben. Das heißt, wir haben nur Hitze und nichts. Kein Puncture, kein Impact, kein Slash, nur Hitze. Das ist standardmäßig drauf. Aber meine lieben Top-Pflanzen-Freunde, wir werden gleich im Bild sehen, dass man da tatsächlich auch noch Impact und Slash Procs mitsetzen kann, die auch extrem, extrem stark sind. Schauen wir uns erstmal die Builds an. Zu den Builds muss ich allerdings sagen, meine lieben Top-Pflanzen-Freunde, bei Nahkampfwaffen verläuft die Grenze zwischen Billigbild und teurem Bild sehr, sehr, sehr schwammig, sage ich mal, weil man bei vielen Waffen einfach sehr teure Mods braucht, um sie wirklich aufs nächste Level zu bringen, wohingegen die günstigen Builds auf anderen Waffen wieder viel besser funktionieren. Nur mal ein Beispiel hier, das ist schon mal so ein Großteil des Builds, den ich euch zeigen möchte, über die beiden leeren Modslots hier sprechen wir gleich. Problem dabei ist, die Silver und Aegis ist definitiv keine Waffe, die ihr günstig bauen wollt. Grund dafür ist, dass es ganz andere Waffen gibt, die mit einem günstigen Bild besser performen als die Silver und Aegis. Die Silver und Aegis ist extrem stark, das werden wir gleich auch sehen, aber auch wirklich nur dann, wenn man sich den teuren Bild leisten kann. Da mir aber klar ist, dass wahrscheinlich nicht alle von euch diese teuren Mods besitzen, wir sprechen auch jetzt gleich nochmal über die Mods, werden wir jetzt hingehen und erstmal den teuren Bild, sage ich mal hier, vollenden und dann, meine lieben Top-Pflanzen-Freunde, werden wir nochmal drüber sprechen, wie man eventuell die Mods durch günstigere Versionen ersetzen könnte, ohne dabei einen allzu großen Verlust an Qualität zu haben. Würde ich sagen, machen wir das Ganze mal, sprechen wir erstmal über das, was wir hier haben. Auf die Silver und Aegis Prime wollen wir auf jeden Fall mit den 6060 Mods Cold und Toxin drauf tun, um dann zusammen den Virusstatus zu bekommen. Das sehen wir auch hier. Da haben wir dann Viral Damage zu dem Heat noch oben drauf. Viral wollen wir einfach wegen dem Statuseffekt, weil Viral Statuseffekt ja den Gegner anfälliger für Schaden macht. Das heißt, bis zu 315% waren das, meine ich. Mehr Schaden kann der Gegner bei 10 Viral Procs setzen. Da habt ihr ja eventuell auch in meinem Hellstrom-Video gesehen, wie unglaublich krass sich sowas auswirkt. Dann tun wir drauf Organ Shatter für mehr Crit Damage, kommen wir hier von 2 auf 3,8. Das wirkt jetzt im Vergleich zu vielen Primärwaffen nicht sehr viel, aber glaubt mir, meine lieben Top-Pflanzen-Freunde, da kommen wir auch noch hin. Als Stance empfehle ich ganz, ganz stark Final Harbinger, weil das eine sehr, sehr nette Stance ist und die auf den meisten Schwert- und Schildkombinationen gerne genutzt wird, weil wir mit den Schlägen aus dieser Stance eben unabhängig von unserem Schadenstyp hier Slash und Impact Proc setzen, die wir auch ganz dringend brauchen, denn wir haben Condition Overload drin. Das ist einer dieser Mods, der
ja, eine Zeit lang zu den teuren gezählt hat. Inzwischen ist er mit 20 Platin halbwegs erschwinglich geworden. Kann gefarmt werden von den Silver Grove Spectern auf der Erde. Falls ihr nicht wisst, was das ist, einfach mal googeln. Condition Overload bringt uns 120% mehr Melee Damage, also ungefähr so wie normal Pressure Point, aber das für jeden Statuseffekt auf dem Ziel. Das heißt, wenn wir Hitze und Viral drauf haben, haben wir schon mal 240% mehr Melee Damage und weil wir ja hier die Stance haben, die uns noch garantiert Slash und Impact Procs bei den ersten paar Schlägen garantiert, kommen wir damit auf 480% mehr Melee Damage, wenn alle vier Statuseffekte drauf sind, was gar kein Problem ist, weil ich werde euch auch gleich zeigen, wie wir eine richtig hohe Statuschance bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr nice für diesen Bild und ich würde persönlich behaupten, vor allen Dingen, weil es jetzt in Anführungszeichen, nur noch 20 Platin kostet, ist Condition Overload absolut Pflicht für diese Waffe hier und für sehr, sehr viele Melee-Waffen aktuell im Spiel auch. Deswegen, wenn ihr auf Melee gehen wollt und wenn ihr wirklich eine starke Melee-Waffe bauen wollt, ist Condition Overload zu empfehlen. Dann haben wir Blood Rush, meine lieben Topfpflanzenfreunde, 60% mehr Crit-Chance, Stacks with Combo Multiplier, das heißt für jeden Combo-Multiplikator bekommt ihr nochmal 60% Crit-Chance obendrauf. Bedeutet unsere 25 hier, das ist gar nicht das Ende des Regenbogens, ja. Wir können ja bis zu einem 12-fachen Combo-Multiplier aufbauen, was dann bedeutet, dass wir 12-mal plus 60% Crit-Chance hier obendrauf kommen, wodurch wir dann auch ganz klar im Red-Crit-Bereich sind. Deswegen ist auch Blood Rush, meine lieben Topfpflanzenfreunde, eine absolute Pflichtmod für die meisten Nahkampfwaffen, weil man damit auch Waffen, die nicht so sehr kritlastig sind, sehr, sehr kritlastig bekommt. Und Blood Rush ist aktuell für 10 Platin so auf dem PC Trade Chat zu haben. Deswegen würde ich das hier, obwohl es das, soweit ich weiß, auch nur aus dem Acolyte Event gibt und sonst nicht, würde ich euch empfehlen, holt euch diese Mod hier auf jeden Fall auch. Sprechen wir jetzt aber mal über den Elefant im Raum, Weeping Wounds. Weeping Wounds ist so ein bisschen wie Blood Rush, nur dass es halt anstatt Crit Chance Status Chance pro Combo Multiplikator bringt. Selbes Prinzip, wenn ihr mal 12 habt, kriegt ihr plus 12 mal 40% Statuschance. Das ist auch der Grund, warum wir diese ganzen Starte hier, Viral, Heat, Impact, Slash und so weiter, in riesigem Maße setzen werden und damit unseren Condition Overload immer auf 480% praktisch haben, weil Weeping Wounds uns durch den hohen Multiplikator so eine hohe Statuschance bringt. Das Problem an Weeping Wounds, meine Lieben, ist aber, Weeping Wounds geht aktuell auf dem PC Trade Chat ungefähr für 120 Platin über die Theke. Das ist damit eine der teuersten Mods im ganzen Spiel aktuell und das Problem ist, Weeping Wounds gibt es auch nur aus dem Acolyte Event und das Acolyte Event ist nur einmal im Jahr und für dieses Jahr ist es schon durch. Das war irgendwann im Frühjahr, meine ich. Deswegen Weeping Wounds sehr, sehr teuer und keine Möglichkeit, euch das im Spiel zu erfarmen, außer wenn nächstes Jahr das Event wiederkommt. Deswegen ist die Frage, wie können wir Weeping Wounds ersetzen und da werden wir uns gleich mal ein bisschen was zu überlegen, aber als erstes füllen wir noch die restlichen beiden Slots hier. Oben hier in diesen Slot tun wir irgendwas rein, was uns Attack Speed bringt. Können wir mal gerade gucken, was uns da so zur Auswahl steht. Was Attack Speed angeht, haben wir die Möglichkeit Fury zu nehmen, was uns 30% mehr Angriffsgeschwindigkeit gibt. Wir haben auch die Möglichkeit, Primed Fury zu nehmen, was bei 55% liegt, wenn wir es denn haben. Ist schon nicht schlecht, ja, Primed Fury sehr gut auf jeden Fall. Dann haben wir noch Berserker. Das ist auch so eine Mod, die man nicht unbedingt im Inventar hat, die aber auch gar nicht so teuer ist. Ich glaube 15 Platin aktuell. Auf jeden Fall absolut wert, weil ihr mit jedem kritischen Treffer eure Angriffsgeschwindigkeit um 30% steigert, bis ihr bei maximal 75% angelangt seid. Und das Ganze gilt für 24 Sekunden. Das heißt, wenn ihr mitten im Kampf seid, habt ihr mit Berserker eigentlich immer die 75% Angriffsgeschwindigkeit drauf. Ist eine sehr coole Sache und ich persönlich würde für diesen Build Berserker empfehlen. Gute Angriffsgeschwindigkeitsmod, damit werdet ihr sehr schnell. Aber was eventuell auch interessant sein könnte, wenn ihr jetzt Berserker nicht habt, schaut mal, ob ihr Quickening habt. Quickening bringt euch auf maximalem Level, ich habe jetzt kein Max-Level Quickening aktuell am Start, aber wenn es voll wäre, würde es euch 40% Attack Speed bringen und plus 20% Combo-Count-Chance. Das heißt, wenn ihr das reinmacht anstatt Berserker, habt ihr zwar nicht ganz die 75% Attack-Speed, aber ihr kriegt euren Combo-Multiplikator schneller voll. Ich würde sagen, das ist beides eine Überlegung wert. Ich persönlich bevorzuge aber trotzdem Berserker. Falls ihr keine von beiden habt und auch kein Prime Fury, tut einfach normal Fury rein. Das ist dann zwar nicht ganz so schnell, aber ihr merkt trotzdem deutlich die Verbesserung.
So hätten wir jetzt über den Slot hier gesprochen, jetzt haben wir hier diesen. Und das ist der optionale Slot. Da könnt ihr im Prinzip reintun, worauf auch immer ihr Bock habt. Ihr müsst da auch gar nicht so eine Depolarität reintun. Ich habe halt nur eine reingetan, weil mein Riven halt diese Depolarität hat. Aber an sich könnt ihr da reintun, worauf ihr Bock habt. Meine persönliche Empfehlung wäre, wenn ihr dieses ganze Stück hier mit in den Steel Path nehmen wollt, um wirklich gegen starke Gegner zu kämpfen, die viel aushalten und ein hohes Level haben, oder zum Beispiel bei Arbitrations, dann nehmt Healing Return rein. Healing Return ist eine Level 10er Mod, deswegen ist es recht teuer, die ganze mit Endo voll zu machen, aber auf dem höchsten Level gibt es euch 11 Leben mit jedem Schlag, glaube ich, zurück, für jeden Statustypen, der auf dem Gegner drauf ist. Wir haben ja eben schon gemerkt, wir werden so ziemlich 4 Statustypen, also Heat, Viral und dann Impact und Slash durch die Stance Mod, 4 Statustypen auf jedem Gegner drauf haben, den wir angreifen. Und wenn wir ein paar mehr Gegner gleichzeitig treffen, dann bedeutet das, dass wir pro Treffer 44 HP von jedem Gegner, den wir getroffen haben, zurückbekommen, was enorm viel ist. Ja? Also damit könnt ihr euch wirklich richtig, richtig krass gegenheilen. Ich würde sogar behaupten, das könnte eventuell schneller als Arcane Grace sein. Wenn ihr irgendwie einen Frame habt, der sich nicht selber heilen kann, wäre das hier sehr empfehlenswert, macht auf jeden Fall Sinn. Lifestrike würde ich euch absolut nicht empfehlen, weil wenn ihr einen Heavy Attack macht, dann geht euer Combo Multiplier auf 0 runter und das hier ist eine Waffe, die ihr nicht auf Heavy Attack spielt, sondern nur auf Combo Multiplier. Das heißt, Lifestrike ist ein Big No-No. Deswegen empfehle ich Healing Return, falls ihr irgendwie halt in einer Situation kämpfen wollt, wo ihr eventuell gegen starke Gegner antretet. Wenn ihr jetzt aber sagt, ey, nee, Lifestrike ist nicht so meins, oder ich habe halt irgendwie, Healing Return ist nicht so meins, ich habe da irgendwas anderes im Kopf, ich will lieber noch ein bisschen mehr Angriff haben. Dann könntet ihr zum Beispiel hingehen und Melee Prowess reintun für 90% mehr Statuschance. Das würde es auch so ein winzig kleines bisschen, sage ich mal, kompensieren, wenn ihr Weeping Wounds jetzt nicht hättet. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihr wirklich Weeping Wounds nicht habt, ja? Ihr habt Melee Prowess drin, um eure Statuschance schon so ein bisschen auszugleichen. Weeping Wounds ist jetzt nicht drin. Was macht ihr? Ich würde empfehlen, tut den hier nach da oben, damit ihr euren Viral beibehaltet, aber geht hin und nehmt Volcanic Edge hier unten mit rein. Auf diese Weise habt ihr ein bisschen euren Damage gesteigert, weil ihr ja mehr Heat Damage macht. Heat habt ihr ja sowieso schon drauf. Und ihr kriegt nochmal 60% Statuschance obendrauf. Damit kommt ihr insgesamt auf 111% Statuschance. Das heißt, ihr setzt jedes Mal auf jeden Fall einen Status und mit 11% Chance noch einen zweiten obendrauf. Aber es ist natürlich nicht im Ansatz so stark wie Weeping Wounds. Ich würde aber behaupten, mit Melee Prowess und noch einem 60-60 Mod drauf, seid ihr hier richtig auf der sicheren Seite, wenn ihr jetzt Weeping Wounds nicht habt. Und wir können uns jetzt einfach mal anschauen, wie dieser Build hier, den ich jetzt einfach mal als in Anführungszeichen Anfänger-Build bezeichnen würde, wie der sich so schlägt. Haben wir jetzt echt lang genug über die Builds geredet, gleich kommt natürlich auch noch der Riven-Build. Wir spawnen jetzt erstmal unsere Corrupted Heavy Gunner, Level 165 und... na komm. Unsere Corrupted Heavy Gunner Level 165. Wir gehen auch mal hin und machen die KI aus, damit hier nicht nachher wieder irgendwer erzählt, hier hätten wir einen Stealth Multiplier, der das Ergebnis verfälscht. Und erstmal gehen wir durch und lassen uns von allen Leuten schön umhauen, weil das ist ja den ihrer super krasser Spezialskill, immer einmal auf den Boden zu hauen. So, jetzt wo wir das gemacht haben, können wir anfangen drauf zu hauen. Und wir sehen, am Anfang machen wir hier nicht wirklich viel Schaden, weil der hohe Schaden erst durch den Combo-Multiplikator kommt. Wenn wir den jetzt erstmal was hochgebaut haben, dann wird das Ganze hier deutlich angenehmer und das werden wir dann auch sehen. Wir werden auch gleich nochmal eine zweite Charge an Heavy Gunnern reinspawnen, um dann wirklich mit dem 12-fach-Multiplier das Ganze auszutesten. So, jetzt sind wir bei 12 und jetzt sehen wir hier schon, wir machen dann doch recht viel Schaden. Wir sehen auch hier, beim ersten Schlag haben wir noch Impact und Slash mit drin. Sieht man ja bei den Stati da, Impact, Slash. Und wir sehen, wie viel Schaden wir machen. Und allein der Slash, den wir hier setzen, der macht halt richtig, richtig, richtig viel Damage. Also das ist schon mal definitiv kein schlechter Build und definitiv keine schlechte Performance. Wenn wir jetzt natürlich hingehen und das hier wieder rausmachen und dafür Weeping Wounds benutzen, dann wird das Ganze nochmal auf einem ganz anderen Level sein. Was ich übrigens auch empfehlen könnte in diesem Slot hier, das zeige ich euch auch nochmal,
hier, falls ihr Mealy Prowess jetzt nicht nehmt, weil das brauchen wir an der Stelle jetzt aktuell nicht, könnten wir hingehen und, wo war es, Drifting Contact reinbauen. Ihr habt dadurch eine längere Combo Duration und noch mehr Statuschance. Würde ich an der Stelle empfehlen, falls ihr jetzt da einen D-Slot reinhaben wollt und mal ein bisschen variieren wollt. Denn dann haben wir einfach eine längere Combo Duration, was bedeutet, dass unterm Strich unsere Combo-Multiplikatoren nicht so schnell runtergehen. Ist immer ein bisschen nervig, dass sie alle auf den Boden hauen. Aber wenn wir das einmal hier ausgestanden haben, dann geht das. Auch hier machen wir erstmal wieder den Multiplikator voll. Und wir sehen schon, was hier das für krasse Red Crits sind, die wir raushauen. Das sind jetzt hier gleich auf 12 und ihr werdet sehen, so viel anders als der günstigere Build ist das Ganze hier nicht, obwohl Weeping Wounds natürlich mit drin ist und ihr seht, wir machen deutlich mehr Schaden. Das ist die Kraft der Silver und Aegis Prime. Ihr seid hier konstant im Red Crit Bereich. Finde ich persönlich richtig, richtig super. Gute, gute Waffe. Aber, meine Lieben, das hier ist natürlich nicht alles, was wir machen können. Das sind ja die Heavy Gunner, gegen die wir sonst auch immer testen. Deswegen habt ihr auch ein ungefähres Verständnis dafür, denke ich mal, wenn ihr meine anderen Videos kennt, wie viel sowas hier aushält. Wir müssen allerdings nochmal kurz über andere Sachen sprechen als die Waffe an sich. Denn, das ist ja auch was, Melee-Waffen stehen niemals einfach so alleine da. Eine normale Waffe, zum Beispiel hier unsere Prisma Gorgon, die baut man. Da tut man Mods drauf und das ist das dann. Aber bei einer Melee-Waffe ist das Ganze anders. Denn eine Melee-Waffe wird meistens, und das würde ich euch wärmstens empfehlen, mit einem Helios oder einem Helios Prime, das ist ganz egal, kombiniert, der einen Deconstructor Prime oder Deconstructor normal trägt. Auf diesen Deconstructor tut ihr Gladiator-Mods drauf. Gibt aktuell nur zwei, die ich drauf tun kann. Gladiator-Mods haben nämlich den Set-Bonus, dass sich die kritische Chance pro Combo-Multiplikator nochmal erhöht. Das heißt, je mehr Gladiator-Mods ihr in eurem gesamten Setup verbaut, desto mehr Crit-Chance pro Combo-Multiplikator bekommt ihr obendrauf nochmal zusätzlich zu Blood Rush. Wir haben jetzt hier zwei Gladiator-Mods auf unserem Helios drauf, beziehungsweise auf unserem Deconstructor. Auf unserem Helios haben wir gar keinen drauf. Auf unserem Inaros, das ist nämlich das Schöne, weswegen ich ihn auch so gern mit Silver und Aegis spiele, auf Inaros macht es Sinn, Gladiator Aegis drauf zu machen für 45% mehr Rüstung, Gladiator Finesse, um tödlichen Schaden durch Energie auszugleichen und Gladiator Resolve, was nochmal 180% mehr Gesundheit bringt. Mit diesen drei Gladiator Mods plus die, die in unserem Deconstructor drin sind, kommen wir hier auf den Set-Bonus von plus 50% Crit-Chance pro Combo-Multiplikator. Und auch wenn all diese Gladiator-Mods nicht auf der Silver und Aegis selbst drauf sind, zählen sie für die Silver und Aegis genauso wie für den Deconstructor oder den Inaros. Entsprechend ist das hier sehr, sehr wichtig, dass ihr eigentlich bei jedem Melee-Build auf jeden Fall ein Helios dabei habt, wo ihr zwei Gladiator-Mods drauf tut. Da profitieren wir sehr, sehr stark von, denn wir haben ja wie gesagt Blood Rush plus 60% Crit-Chance pro Combo-Multiplikator plus dann nochmal die 50% durch den Set-Bonus drauf sind, 110% mehr Crit-Chance pro Combo-Multiplikator, bedeutet auf die 25 hier bezogen, sind wir da etwa pro Combo-Multiplier bei plus 25-30%. Ist echt nicht schlecht, meine Lieben, ist echt nicht schlecht. So, wir haben jetzt echt lang um den heißen Brei herum geredet. Kommen wir dazu, wie so ein idealer Build mit einem richtig fetten Riven aussehen würde. Wir haben ja am Build gar nicht so viel geändert. Die hier sind gleich geblieben. Berserker ist drauf, Weeping Wounds, Condition Overload, Blood Rush. Und das ist der Riven. Mehr Crit Chance, mehr Crit Damage, mehr Status Chance. Ist nicht der optimale Riven, das muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Aber allein schon durch den Crit Damage, muah. Gold wert. Wir machen so viel mehr Schaden hiermit und weil ich mir natürlich bewusst darüber bin, dass schon die normalen Corrupted Heavy Gunner hier umgefallen sind, als wären es Fliegen, meine lieben Top-Pflanzenfreunde, gehen wir jetzt an den einen und einzigen Ort, wo Gegner genug Leben haben, um ein bisschen mehr auszuhalten, und zwar den Steel Path. Gut, meine lieben Top-Pflanzenfreunde, wir sind jetzt hier im Steel Path und ich war mal so frei und habe den Combo-Multiplier schon mal voll gemacht. Einfach nur mal, um zu zeigen, diese Steelpath-Gegner hier halten tatsächlich recht viel aus. Ihr kennt ja meine heißgeliebte Prisma-Gorgon und sie macht ja sehr, sehr, sehr viel Schaden und schnetzelt die Heavy Gunner weg, als wären sie nichts.
Hier macht die Prisma Gorgon im Vergleich sehr wenig. Und da seht ihr schon mal, wie viel diese Gegner hier aushalten. Ich habe zwar gerade das falsche Element drauf, würde aber selbst mit dem richtigen nicht allzu viel Unterschied machen, weil die Rüstung hier so hoch ist. Wenn wir jetzt aber hier mit unserer Riven gebufften Silver und Aegis Prime hingehen, seht ihr, dass die Gegner One- oder Two-Hit meistens einfach umfallen. Die roten Crits sind all over the place, die Gegner fallen brutal schnell um. Und es gibt eigentlich nichts, was uns hier aufhalten kann. Selbst ein Nox auf diesem Level würde brutal schnell umfallen, einfach weil die Silver und Aegis Prime vor allen Dingen mit dem Riven so unglaublich stark ist. Wir können ja mal hingehen und zwei Treffer machen, zack, tot. Ein Treffer ist okay, zwei Treffer tot. Heavy Gunner, drei Treffer und eine Blutung hat gerade fast den ganzen Heavy Gunner gekillt. Ja, es war ein Blutungseffekt. Das ist ein richtig, richtig, richtig starker Bild, meine lieben Top-Pflanzen-Freunde. Und ich persönlich bin ein riesiger Fan von der Silver und Aegis Prime für den Steel Path. Es gibt allerdings noch eine Sache, über die wir sprechen müssen. Und da sage ich mal gerade einen kleinen Spoiler-Alert für alle Leute, die nicht wissen, was der Operator ist. Wie ich ja eben schon erwähnt habe, sind Melee-Builds niemals nur Builds der Melee-Waffe, sondern es wird noch das gesamte Equipment der Begleiter, der Warframe mit reingerechnet und vor allen Dingen für alle Builds, die nicht auf Heavy Attacks basieren, auch noch die Fokusschule eures Operators. Für die Silver und Aegis Prime, die ja ihre Stärke absolut aus dem Combo-Multiplikator zieht, ist es absolut wichtig, dass ihr Power Spike im Naramon Tree freigeschaltet habt. Das braucht auch gar nicht so viel Fokus, aber das hier ist absolut wichtig. Denn normalerweise, ihr wisst das ja, euer Kombo-Multiplikator, sobald der Timer abgelaufen ist, egal wie viele Schläge ihr gesetzt habt, ist der Kombo-Multiplikator wieder runter auf 0. Mit Power Spike ändert sich das und das ist auch der Grund, warum Naramon meiner Ansicht nach die beste Fokusschule für jeden Melee-Spieler ist. Mit Power Spike ist der Combo-Counter nicht direkt runter auf 0, sondern der Combo-Counter, wenn der Timer abgelaufen ist, setzt sich um 5 zurück. Der Combo-Counter, nicht der Multiplikator, der Counter, das heißt, wenn ihr bei 220 Schlägen seid, geht das Ganze runter auf 215 Schläge und dann geht der Timer wieder von vorne los. Und dann geht er runter auf 210, 205, 200 und so weiter. Das bedeutet, dass ihr hiermit euren Multiplikator sehr, sehr, sehr lange sehr hoch halten könnt und einfach nur mal hin und wieder ein bisschen auf den Gegner draufhauen müsst, um da wieder eure Combo-Spike hochzubekommen. Das ist die Sache, weswegen Power Spike meiner Ansicht nach absolut Pflicht für den Build bei der Silver und Aegis ist, meine lieben Top-Pflanzenfreunde. Aber nicht nur die Silver und Aegis, sondern auch alle anderen Melee-Waffen, die auf einen hohen Combo-Multiplikator bauen. Und da hätten wir es, meine lieben Top-Pflanzenfreunde. Silver und Aegis Prime, eine Melee-Waffe, die ich absolut empfehlen kann, vor allen Dingen für Gegner-Content auf einem höheren Level. Wir haben uns zwei Builds angeguckt, einen, der in Anführungszeichen etwas günstiger ist und etwas einfacher zu bauen, aber auch schon relativ gutes Skillpotenzial hat und einmal den absoluten Mörder-Build mit Riven, mit dem ihr euch durch den Steel Path durchschnetzelt, als hätten die Gegner noch nicht mal irgendwie ein Basic Training in ihrer Karriere gehabt. Ich hoffe, dieses Video hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ich bin nicht zu ausführlich auf die Mods eingegangen, habe euch damit nicht gelangweilt. Schreibt mir da euer Feedback gerne mal in die Kommentare und schreibt auch gerne mal, wie ihr euren optionalen Modslot, sage ich mal, auf der Silver und Aegis Prime gerne benutzt. Würde mich auf jeden Fall interessieren und wenn ihr dieses Video gut fandet, dann kann ich euch an der Stelle nochmal ganz herzlich bitten, einen Klick auf den Like-Button dazulassen und vielleicht sogar, wenn ihr weitere Waffenbuilds oder andere Warframe-Videos von mir nicht verpassen wollt, ein Abo dazulassen. Würde mich sehr freuen, denn jeder Kommentar und jeder Like und jedes Abo unterstützen diesen Kanal sehr und deswegen freue ich mich da auch immer wie ein kleiner Schneekönig, wie ein kleiner Frost drüber, wenn da viel Feedback hinterlassen wird. Von meiner Seite aus war es das jetzt aber. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Blacky, over and out.